Neben den Spielen in der zweiten Klasse ist die interne Meisterschaft des Tennisclub Mitterberghütten das Highlight der Saison. Seit 14 Tagen laufen nun schon die Vorrundenspiele. Am letzten Tag stehen die Finale in den Einzelbewerben am Programm. Bei den Herren stehen sich Mike Salchecker in der grauen Short und Roland Wildmann in Blau gegenüber. Als aktuelle Nummer 1 des Vereins ist Salchecker klarer Favorit. Mit seinem schnellen Spiel lässt der Wildmann keine Chance. Nach 50 Minuten krönt sich Mike Salchecker mit 6:1 und 6:3 erneut zum Clubmeister. Ja, es hat mich gewundert. Normalerweise sind wir aber relativ eng benannt. Die Games waren auch enger, als wie sich das Ergebnis jetzt ausschauen lässt. Also von dem her, es war schon eine enge Partie und die wichtigen Punkte habe ich Gott sei Dank gemacht. Und hätte auch anders ausgekommen, wenn ich jetzt die Punkte gemacht hätte, dann war es spannend. Das Spiel war fest. Es waren schöne Ballwechsel dabei, es war sehr anstrengend. Der Mike hat ein gewaltiges Tennis gespielt. Teilweise viel schnell und viel schwer für mich, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Fast hätte das Finale der Clubmeisterschaften in der Halle stattfinden müssen. Starke Regenfälle am Morgen stellten die Verantwortlichen vor eine große Herausforderung. Aber in Mitterberghütten findet man für alles eine Lösung. Wir haben einige zusammengeholfen und wir haben mit Schaumgummi und mit der Matte und wieder frisch eingestrahlt und haben den hingebracht und das Wetter war nachher doch noch so gut, dass uns durchgehalten hat. Bei den Damen haben sich Annemarie Pellinger im Vordergrund und Isabel Wildmann bis ins Finale vorgekämpft. Pellinger ist Titelverteidigerin und kommt mit den widrigen Bedingungen am heutigen Tag besser zurecht. Isabel Wildmann begeht zu viele individuelle Fehler und muss sich mit 1:6 und 3:6 ihrer Gegnerin geschlagen geben. Ja, also perfekt und ich freue mich einfach, dass ich meinen Titel verteidigen habe können und dass ich mit der Jugend noch mithalten kann. Weil immerhin bin ich ja doch die Älteste in der Runde. Ja, natürlich beschäftigt einen das ein bisschen und man hofft, dass es gut für einen ausgeht und es ist mir gelungen in dem Jahr. Nächstes Jahr schaut es vielleicht wieder anders aus. Für mich perfekt. Ich habe jetzt eine Zeit mit Dennis ausgesetzt und bin heuer wieder eingestiegen und taugt mir voll. Ich habe leider viel Fehler gemacht und die andere war perfekt und fehlerlos. Scheiß Wetter heute noch alles durchziehen. Auch der sportliche Leiter Christoph Lemmerhofer ist zufrieden. Er freut sich, dass trotz der widrigen Wetterbedingungen die finalen Einzelbewerbe auf der eigenen Anlage durchgeführt wurden. Ja, voll zufrieden. Es ist heute mit dem Wetter, hat uns ein bisschen einen Hund reingehauen, aber es hat Gott sei Dank noch geklappt, dass wir die Einzelbewerbe, also Einzelfinale durchbringen. Ja. Nachdem das Sportliche erledigt ist, geht man es in Mitterberghütten bei der Siegerehrung gemütlich an. Natürlich werden die Sieger bei den Damen und Herren gebührend gefeiert. Entstanden ist der Verein vor über 30 Jahren, aus einer Idee am Stammtisch. Und bis zum heutigen Tag sind die Spielerinnen und Spieler eine eingeschworene Gemeinde. Das Geheimnis ist die Kantine. Wenn wir die nicht hätten, wäre der Verein schon lange gestorben. Wenn heute nur Tennis gespielt wird und nur gehen die Leute wieder heim, dann kommt kein Clubleben zusammen und kommen da keine Freunde zusammen. Mit einer Ferienaktion des Vereins haben 18 Kinder den Weg zum Tennis gefunden. Der Nachwuchs ist gesichert. Für den 13-jährigen Christoph perfekt. Denn jetzt muss der Dritte der allgemeinen Klasse nicht mehr nur mit den Erwachsenen trainieren. So allein der Einzige sei es auch nicht cool und wenn man dann einen zum Spielen hat, ist auch gerade. Der Tennisclub Mitterberghütten, ein Verein mit Tradition und Spaß am Sport.